Aber jetzt wissen wir wenigstens, was wir machen müssen. Ist ich schon mal gut. Ich hasse diesen Gegner trotzdem. Das ist wahr. Das wirst du nach links schießen müssen. Und das nach rechts. Sonst passt es vom Winkel her nicht. Ja. Mathematik, Geometrie. Ah nee, andersrum. So, irgendwie, egal. Das machst du sehr, sehr gut, Nudel. Er ist so hässlich. Oh Mann! Möchte noch ein Donkey Kong Fass. Oh, wir könnten ja Safe States benutzen. Oh. So, komm jetzt. Wer jetzt ein Fan davon wird, weißt du? So. Nein. So. Vielleicht. Komm. Nee. Ach komm schon, Mann. Ihr blöden Korallenviecher. Ich hab sogar beide getroffen. So. Und zack. Yeah. Ich hoffe, er hält nur 3 Hits aus. Aber ich glaube, das ist Bullshit. Was geht ab? Was geht ab? Er schießt. Was geht ab? Er schießt. Jetzt weiß ich das auch. Gott, habe ich mich erschreckt. Na, liebe Zuschauer, könnt ihr noch? Habt ihr noch ein bisschen Zeit? Es ist unglaublich, obwohl ich das Spiel als Kind durchgezockt habe, kein Plan mehr. Doch, das ist immer dieselbe Stelle. Der hat sich gerade nicht bewegt. Ja. Aber egal, was ich mache, es klappt einfach nicht. Obwohl ich das Spiel als Kind durchgespielt habe, ich wusste jetzt noch, wie er aussieht, aber mich flasht das jetzt gerade echt, dass ich nicht mehr wusste, wie er geht. Ist krass. Ich bin alt geworden, Nudel. Ja. Drück einfach den A-Knopf, genau. Okay. Das ist ja auch total einfach. Unanspruchsvoll. Oh. Ich sag ja nichts. Du hast dich ja in der Session besser geschlagen als ich. Ich bin derjenige, der seinen Mund zu halten hat. Ich bin stolz auf mich. Ja, ich auch. Kriegst von mir sogar ein Like auf deinem Video. Ah. Ist es dann nicht irgendwie doof, weil man sich dann auch selber liked? Vorsicht. Ich glaube, du musst ihn, während er aufgeht, musst du ihn oben treffen. Ja, triff ihn! Ich wollte gleich hinterher setzen. Ich glaube, nach so einem Treffer hat man immer so eine kleine Schonfrist. Ja, kurz. Deswegen habe ich gedacht, ich erwische ihn auch mal. Oh. Tröstet ihn, liked ihn. Genau, like, dass ich besser werde. Das ist genauso wie in Facebook diese, für jedes Like ein Respekt oder sowas. Ja, und dann siehst du halt ein Bild von irgendeinem schwerbehinderten Kind oder sowas. Und ich denke mir, das ist so gemein, sowas auszunutzen. Like, wenn du 3 Menschen kennst. Ja, also ich habe ja bei mir auf meiner Facebook-Homepage habe ich ja mal so einen Beitrag gemacht. Like, wenn du Facebook hast, Kommi, wenn nicht. Wow, nein, bitte nicht. Was machst du? Bitte? Was machst du? Weiß ich nicht. Kommi, wenn nicht, das ist super. Ja, und alle sage ich schon. Einer hat halt so gemeint, ach komm schon, echt jetzt? Ich so, naja, er hat das nicht wirklich verstanden, was ich damit aussagen will. Ja. Es geht gar nicht um das Liken selber. Es geht einfach dadurch, dass ich das verarsche. Um die Dreistigkeit. Ja, ich glaube. Solche Likes zu nicht zu erbetteln, sondern zu erschleichen quasi. Fuck! Das denkt man sich dann dabei. Wieso kriege ich das nicht hin? Oh.
Ja, am besten ich schwimme noch in seine Stacheln rein. Das wäre natürlich super awesome. Du kannst nichts tun, das schlimmer ist als das, was ich jetzt gebracht habe, das ganze Let's Play über. Also die letzten Parts jetzt. Am Anfang war ich ja awesome. Spult nochmal zurück an den Anfang. Ja, die ersten Teile. Ja, genau. Vergesst einfach, dass es die letzten Parts gibt. Oh. Okay. Vergesst das. Jetzt muss ich wieder den Tag retten. Ausgerechnet ich, der Noob. Wow. Wer nicht weiß, was ein Noob ist, der darf natürlich auf WoW-Wiki gehen. Ne, Lexika und so. WoW. Da brauchst du nicht mal auf WoW gehen. Ich sag nur für die Leute, die nicht wissen, was Noob ist. Ja, brauchst du einfach nur googeln und nicht WoW-Kacke, dumm, die Bums. Ja, aber das Lexikon ist cool. Okay. Es sieht auch total hübsch aus. Boah, ich hab da so keinen Bock drauf, da runter zu schwimmen. Jetzt mal ohne Spaß, hey. Das glaube ich. Oh Gott. Okay, okay. Ganz, ganz cool. Ganz cool. Einfach cool bleiben. Spuckt er immer? Ich bleib da jetzt mal ganz kurz, absichtlich. Okay, dann hat man eine kurze Schonfrist. 3, 4. Okay, 4. Jetzt mache ich das nochmal so. Ich glaube aber, jetzt werden es vielleicht mehr. Ja, glaube ich auch. 2, 3, 4, 5. Okay. Oh, also wenn man du das... Du schaffst es. Wenn man das weiß, ist ja in Ordnung. Und immer dieses Plump. Nein! 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 Oh Mann! Das war doch der letzte gewesen. Bestimmt. Oh. Übrigens, meine Nachbarn, es tut mir sehr leid. Meinen Nachbarn, also denen tut es mir nicht leid. Die sind doof. Boah, wenn die jetzt manche mögen es vielleicht kennen, vor allem wenn sie mir auf Twitter folgen. Ich habe denen ja heute einen sehr netten Brief geschrieben. Nein, erzähl. Den möchte ich euch gleich vorlesen, wenn der Necrocon spielt. Ihr blöden Pisser, hört auf zu wohnen! Nein, mit meinen Nachbarn ist ja ganz schlimm, wie einige vielleicht wissen. Das ist ja interessant. Die sogar Let's Player haben Nachbarn. Unglaublich, oder? Ja, was mache ich denn hier? Du bringst dich in Sicherheit. Das ist richtig so, Nudel. Du machst das nicht so wie ich, first try und dann draufgehen. Nein, du machst es mit Bedacht. Oh Gott. Uga, uga, uga. Hey. Okay, aber der sitzt jetzt. Der hat eine schöne Kurve. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Oh, ich hatte jetzt Angst vor dem anderen. Tut mir leid. Und ich warte, bis der weg ist. Ja, ist er jetzt auch. Oh, meine Nachbarn bewegen sich. Ich glaube, die haben es gehört. So. So we meet again in this area. Blöder. Was ist das? Wir haben immer noch nicht geklärt, was es ist. Ist ja auch kackegal. Hauptsache, es ist weg. Kugelfischmuschel. Zu dem Brief an die Nachbarn kommen wir gleich noch. Ich möchte erst den hier tot wissen. Ich möchte den Kokon nicht ablenken. Nee, nein! Oh mein Gott, oh mein Gott! Oh Mann! Ganz ruhig, meine Hände schwitzen. Ich hab Tränen in den Augen. Fein du nicht. Wie kann man sich nur so anstellen in einem Spiel? Wie kann man nur so schlecht sein? Ich wette, wenn wir jetzt dann offscreen so aus Scheiß spielen, dann mache ich den First Try. Und ja. Wetten? Wetten. Ganz allein. Ganz allein. Sie muss da runter. Okay. Du musst dich öffnen wie eine Blume. Bom. Ja, der schwimmt jetzt auch super, weißt du? Richtig förderlich für das Spiel. Ja. Das macht mich aggressiv hier, Mann! So ein bisschen. Mich würde jetzt mal ohne Spaß, mich würde interessieren,
Ich bin eigentlich kein jähzorniger Mensch, ich bin kein jähzorniger Spieler und ich habe das noch nie gemacht. Aber ich frage euch da draußen, wer von euch hat schon mal seinen Controller auf den Boden geschmissen? Und wer hat ihn vielleicht sogar kaputt gemacht dabei? Der Simon von Game One, wer den vielleicht kennt, ist so einer. Ich finde ihn privat so, wie er sich gibt und alles, ist super. Aber der regt sich so auf, wenn er verliert. Der hat sogar in einem Multiplayer, der hat einen Controller geschrottet. Der hat den Controller auf den Boden geschmissen und da so, ja, jetzt wartet mal auf mich, ne? Die so, ja, worauf sollen wir warten? Ich will einen neuen Controller. Und so, ja, wenn du zu blöd bist, ne? Warum macht man sowas? Jetzt wäre ich zum Beispiel hochgeschwommen. Ich wäre da wieder voll rein. Also ich glaube, er spuckt jetzt 6 bis 7 Mal. Eins. Zählen können wir alle, deswegen werde ich das jetzt nicht machen. Jetzt nochmal. Nein, okay. Sehr gut, sehr gut. Nein! Fuck. Rein da! Schaffe da mal. Oh Gott! So, du blöder Penner! Und jetzt schwimme ich da rein und sterbe. Das wär's, ja. Oh mein Gott. Oh. Was ein Krampf. Das Beste steht uns ja noch bevor. Ja, der Brief an die Nachbarn. Nein, ich meinte eigentlich das Level, aber ja, du hast recht. Ja, ich möchte den kurz mal vortragen. Meine Nachbarn sind nämlich regelmäßig irre laut, ohne Rücksicht auf Verluste, haben selbst ein Kleinkind und nehmen selbst auf das keine Rücksicht. So, und ich habe geschrieben, vielleicht wusstet ihr es ja nicht, aber es interessiert uns nicht, welche Musik ihr hört, dass die Frau, also die Namen nenne ich jetzt nicht, dass die Frau und der Mann sich gegenseitig geschlagen haben und mit Ausdrücken wie Piep und Piep Piep und Piep um sich werfen und das vor einem Kleinkind. Es interessiert uns auch nicht, dass sie ihm einen Stift durch die Hand gejagt und nach 3 Wochen einen neuen Stecher hat. Die einzige Person, die man bei euch nicht hört, ist das kleine Mädchen. Sie ist wirklich ein vorbildliches Kind. Ich kenne euren Namen, ohne jemals danach gefragt zu haben. Warum? Naja, wenn ihr um eure Privatsphäre bedacht seid, würde ich vielleicht etwas leiser reden und nicht das ganze Haus damit unterhalten. Bam. Steht das Bam auch drin? Ja. Nein. Das Bam steht nicht drin. Oh, das wäre so cool. Ja, und den Brief, den werden sie morgen kriegen. Also Leute, ich ärgere mich jedes Mal über die Lautstärke dieser Nachbarn, ey. Boah, es geht einfach nicht mehr. Ich musste sogar schon die Polizei rufen, wenn ihr weil also die so laut sind. Nach dieser Folge keine weiteren Folgen mehr wiederfindet, dann wisst ihr, dass Nudel das nicht gut überstanden hat. Willst du schon Nein, mal nach man, oben man, gehen? Man, ja, Moment, aber man muss die Leute halt dazu bringen, sich zu schämen, damit die mit etwas endlich mal aufhören. Meinst du? Ja. Manche reagieren doch aggressiv. Weil sie das kompensieren müssen, dass es ihnen peinlich ist in dem Moment. Manche schämen sich und manche werden aggressiv. Wir sind hier auf Schloss Chaos. Angst. Geh da jetzt rein, Mann. Wie lange spielen wir jetzt? Viel zu lange. Okay. Deswegen. Oh, das soll jetzt auch so einen kleinen Totenkopf darstellen. Ne? 2 Augen. Wasserfall ist der Mund. Also sehe ich jetzt so für mich. Wir gehen jetzt nicht in das Level rein, sondern beenden auch die Session wieder. Strick, trick. Und strack. Der war gut. Der war richtig gut. Alles klar. Mein Name ist Nekrokon. Mein Name Bis ist Nudel. Dann. Hey. Bis dann.